Pandora, Pandora First Contact. Herzlich willkommen zum Live-Abend von Cifforum.de. Die Live-Zuschauer wissen, dass das jetzt schon der zweite Versuch, der zweite Anlauf ist, nach einigen technischen Schwierigkeiten eben, aber die YouTube-Zuschauer, die würden das nur merken, wenn ich mich ja jetzt verplaudern würde und ich kann mich natürlich zügeln. Also herzlich willkommen zum Live-Abend von Cifforum.de am 23. Januar 2014, Singleplayer, Einzelplayer-Partie mit diesem Science-Fiction-Spiel, das uns entführt in das 22. Jahrhundert. Und euch alle mit, euch Zuschauer im Chat auf Twitch TV, herzlich willkommen, mich, Writing Bull, die Zuschauer, die sich das anschauen werden, als Mitschnitt auf YouTube und auch dich, herzlich willkommen, Piero Parker, mein Mitmoderator. Ja, hallo Writing Bull noch einmal und hallo auch noch einmal, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Einschalten. Und wir spielen jetzt Pandora, weil es morgen am 24. einen großen Tag gibt, nämlich den offiziellen Release-Termin von Pandora First Contact in Deutschland. Bislang gab es das Spiel lediglich als Download-Version oder es gab es als Box-Version, die man beziehen konnte über den Online-Shop, den Webshop des Publishers, ab morgen, ab dem 24. auch in den Läden verfügbar. Und das heißt für uns, dass wir euch jetzt eine Einzelspielerpartie zeigen werden und dass wir auch zwischendurch für die Zuschauer im Chat, die jetzt mit dabei sind, ein Exemplar, einen Key von Pandora First Contact verlosen werden, den uns der Publisher zur Verfügung gestellt hat. Doch dazu später mehr. Piero, welche Fraktion sollen wir spielen? Ich glaube, wir hatten im Teaser angekündigt, dass wir uns für eine Zufallsfraktion entscheiden. Deswegen lassen wir doch einfach das Los entscheiden, mit welcher Fraktion wir spielen werden. Das halte ich für eine ganz ausgezeichnete Idee. Ich habe nur eine kleine Bitte, und zwar würde ich ungern die Fraktion spielen, die ich im Let's Play zuletzt schon gespielt habe. Das war die Solar-Dynastie, aber jede andere Fraktion, die würde ich mitnehmen. Für diejenigen von euch, die die Hintergrundgeschichte nicht kennen, während ich ja schon mal das Startmenü aufrufe, hier bei Pandora First Contact spielt man halt eine von unterschiedlichen, miteinander rivalisierenden menschlichen Fraktionen, die auf Schlafschiffen gestartet sind von der Erde und rübergeflogen sind zu diesem Planeten Pandora. Fraktionen, die sich weltanschaulich spinnefeind sind. Schaut euch mal an, was es hier gibt. Das Imperium beispielsweise, das sind die Militaristen, den Lichtorden, religiöse Fanatiker, die Loxium-Gesellschaft, ist eine kapitalistische Konzernfraktion, die Solar-Dynastie, von der ich schon erzählt habe, industrielle Gentechnik-Fanatiker, und es gibt Terra Salvum, das sind die friedliebenden Ökopaxe, und es gibt die Wissenschaftsgläubigen der Tok'ra-Universität. Und links seht ihr die anderen Spielbedingungen. Eine Zufallskarte nehmen wir. Es gibt drei unterschiedliche zur Auswahl. Archipel, das ist eine Inselwelt. Es gibt ganz unten Pangaea, das ist ein einziger großer Kontinent. Und der Kompromiss in der Mitte, Kontinente, das wäre mein Vorschlag, Piero. Oder wir nehmen zufällig und lassen uns auch hier überraschen. Was hältst du denn davon? Können wir auch machen. Dann wissen wir gar nicht, was hier auf uns zukommt. Beim Schwierigkeitsgrad würde ich gerne auf schwer spielen, das ist der zweithöchste. Bei, ach, meine Güte. Ja, wenn schon, dann eine kleine Herausforderung. Hat einer von uns beiden gerade schon die Hosen voll? Lass mich mal kurz gucken, ich bin es nicht. Du bist angesprochen. Denk dran, wir spielen, ja, ich weiß, denk dran, wir spielen heute Abend zusammen, also nicht Worms gegeneinander, deswegen keine Gemeinheiten, bitte. Okay, dann bin ich mal nicht vorbereitet. Dann bin ich mal kurz vom Mikro weg, du musst mal kurz alleine moderieren, weil ich gehe ins Bad mir den Mund mit Seife auswaschen. Das sind also die verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Mein lieber Co-Moderator Piero Parker würde gerne leicht spielen, da hätte der Computergegner keine Moralvorteile, aber ich würde natürlich gerne die tollkühne Variante wählen und würde auf schwer spielen. Nicht auf dem allerhöchsten, sehr schwer, weiß ich nicht, aber schwer, das müsste doch eigentlich möglich sein. Und bevor Piero Parker mich unterbrechen und protestieren könnte, quatsche ich einfach weiter. Alien-Aggression Mittel, das hat mit dem Schwierigkeitsgrad gar nichts zu tun. Das heißt einfach nur, dass sowohl für uns als auch für die KI-Fraktionen gleiche Verhältnisse herrschen gegenüber den einheimischen Lebensformen, die es auf dem Planeten gibt, Piero. Genau. Im Laufe des Spiels werden die einheimischen Lebewesen irgendwann nicht mehr so begeistert davon sein, dass wir sie besuchen, und werden uns versuchen, den Garaus zu machen. Und das müssen wir natürlich dann ebenfalls mit unserer militärischen Macht sozusagen verhindern. Aber hier steuern wir einfach, wie schnell es passiert und wie weit sie uns letztlich folgen. Also wie sehr sie es auf uns absehen und ob sie wirklich weite Strecken zurücklegen, um uns zu massakrieren.
Dann hier Spielgeschwindigkeit normal. Das sind die Einstellungen und jetzt klicke ich mal einfach auf Start. Und während die Welt initialisiert wird, während das Zufallskartenskript uns hier etwas zusammenbastelt, möchte ich nochmal begrüßen die erstaunliche Zahl von etwa 50 Zuschauern im Live-Chat. Wahnsinn, finde ich klasse. Und ihr seht, in welchem Spieljahr wir hier sind, im Jahr 2107. Und wir alle sind auf dem Weg zum Planeten Pandora nach Jahrzehnten der Erkundung. Überall unwirtliche Planeten, doch jetzt haben wir Glück. Unsere Suche nach einer zweiten Erde wird von Erfolg gekrönt. Im Nashira-System liegt dieser der Erde anmutende Planet und wird zu unserem Symbol für die Hoffnungen und Träume der Menschheit nach einem neuen Paradies. Wir gehören zu den Fraktionen mit den unterschiedlichen Ideologien und Überzeugungen, die Erkundungstrupps dorthin geschickt haben, um ihren Anspruch auf diese neue Welt Pandora geltend zu machen. Das ist das Intro. Und der Blitz leuchtet uns entgegen, der erste Sonnenaufgang hier auf diesem blauen Wasserplaneten, auf Pandora. Und so heißt das Spiel, Pandora First Contact. Und da kommt aus dem Vordergrund auch unsere Raumfähre angeflogen. Ein erhabenes Bild, Piro. Ja, wirklich schön gemacht von den Entwicklern an dieser Stelle. Und der spannende Moment der Landung rückt immer näher. Die große Frage, mit welchem Terrain werden wir es zu tun haben? Wie sieht unsere Startposition aus? Wie wird die Situation sein, mit denen wir zu tun haben werden? Was für Aliens werden wir dort haben? Was für eine Erdform werden wir haben? Werden wir Kontinente haben? Alles Fragen über Fragen. Und wir wissen noch nicht einmal, wer wir überhaupt sind. Die Zufallsfraktion wird dann uns jetzt auch gleich erst präsentiert. Nach dieser atemberaubenden Landung. Tja, wir sind die Solar-Dynastie. Okay, ich gebe nach. Das ist tatsächlich die Fraktion, die ich gerade mal in meinem Let's Play schon gespielt habe. Hätte ich mich doch nicht so weit aus dem Fenster gehängt, eben mit der Ankündigung, die wollte ich nicht spielen. Ich denke, wir machen es jetzt trotzdem, weil nach diesem feierlichen Auftakt, den wir gewählt haben, Piro, jetzt nochmal alles auf Null stellen, das wäre irgendwie unsportlich, oder? Denke ich auch. Und du hast ja nun schon Erfahrung beim Spielen dieser Fraktion. Du kennst ihre Vorteile. Das wird uns sicherlich dann jetzt natürlich auch zum Vorteil gereicht sein, wenn wir jetzt diese Partie heute Abend spielen. Erklär doch mal ganz kurz die Vorteile der Solardynastie. Industriell sehr stark. Plus 50% haben wir an städtischer Produktion in den Städten. Die Städte wachsen schneller, was ich einen ganz, ganz wesentlichen Vorteil finde hier in dem Spiel. Plus 25% Wachstum. Wir beginnen mit einer Gratiseinheit, mit einem kostenlosen Former, werdet ihr gleich sehen. Eine Einheit, mit der man Geländemodernisierung machen kann. Und jetzt kommt der Malus, denn jede Fraktion hat neben mehreren Boni auch immer einen Malus. Und der heißt natürlich bei einer Fraktion, die gnadenlos auf Industrie und auf Umweltverschmutzung setzt, dass es eine Umweltverschmutzung gibt. Einen Bonus oder Malus, wie man es aussprechen möchte, von 50% auf die Umweltverschmutzung. Ja, und schon mal als kleinen Exkurs im Voraus, die Umweltverschmutzung wird dazu beitragen, dass unser Volk nicht dauerhaft sehr zufrieden sein wird. Unzufriedenheit führt zu Produktionsmali und so weiter und so fort. Aber mehr davon werdet ihr sicherlich später im Spiel sehen. Für uns, Piro, gibt es jetzt die Herausforderung. Es gibt zum einen halt Spieler, die Pandora noch nicht kennen, andere dagegen kennen es schon ganz gut, beispielsweise aus dem Let's Play, beispielsweise aus den Review-Videos, die wir gemacht haben, und wir müssen einen Mittelweg gehen. Ich versuche mal, nicht zu viel abstrakt zu erklären, sondern euch das Spiel lieber zu zeigen, während wir es spielen. Hier starten wir mit einem Kolonisator, das ist diese Einheit hier. Dann mit dem Former, der das Gelände umwandeln kann, und mit einer Militäreinheit, einem Kolonialsoldaten. Und wir haben Hexfelder. Könnt ihr das sehen? Falls nicht, ich könnte auch mal hier bei den Einstellungen dieses Hexfeldraster aktivieren. Hier, so kann man sich das extra anzeigen lassen, dann seht ihr etwas besser. Ist natürlich jetzt nicht mehr ganz so hübsch, aber so sieht die Spielwelt aus. Ein bisschen in Civilization 5-like Look, Piro. Genau, richtig. Also diese Hexfelder sind Civilization 5 und mittlerweile auch aus anderen Rundenstrategiespielen bekannt. Die Startposition, ja, was hältst du denn davon? Also ich muss ja sagen, ich bin bisher nicht so begeistert. Wir haben mit den Hügeln zwar theoretisch Möglichkeiten, sehr schnell an sehr viele Mineralien zu kommen. Die sind wiederum wichtig, um schnell Produktion voranzutreiben.
Andererseits sieht es mit Nahrung, mal abgesehen von den Gewässern hier, nicht so besonders toll aus. Ich halte das für eine ausgesprochen schlechte Startposition. Das einzig Gute ist hier dieses Obversatorium, also ein Bauwerk einer untergegangenen Alienrasse. Nicht von den Tieren, die da leben, nicht von diesen hirnlosen Kreaturen, die uns gleich irgendwann angreifen werden, sondern wirklich von einer untergegangenen, intelligenten Alienrasse. Aber dieses Observatorium bringt zwar plus 50% Forschung in der Stadt, in deren Kulturradius das ist, aber das hilft uns in der Stadt herzlich wenig, denn wir brauchen einfach Mineralien insbesondere und auch Nahrung, sonst können wir nicht expandieren. Deshalb wäre mein Vorschlag, deinem Rat zu folgen, Piro, und erstmal die Gegend etwas weiter zu erkunden. Naja, das wollte ich damit gar nicht unbedingt gesagt haben. Also letztlich ist natürlich ein Start direkt neben dem Observatorium ja eigentlich auch nicht so verkehrt, weil es eben, wie du schon erklärt hast, diesen Forschungsbonus gibt. Sicher, es gibt bessere Startpositionen, aber jetzt hier rundenlang durch die Gegend zu wandern, halte ich für ineffizient. Das sind die verschiedenen Infobildschirme, die es hier noch gibt. Und ich versuche mal ein bisschen über diesen kleinen Konflikt hinweg zu spielen, den wir beide jetzt haben, Piero Parker und ich. Denn ich würde in der Tat jetzt gerne hier einfach weiter wandern, aber er möchte hier einfach die Stadt gründen. Und ich habe gerade so eine kleine nette Schwächephase. Ich bin irgendwie in der Stimmung, dir nachzugeben. Dann heißt das, würde mir natürlich auch den Vorteil bringen, dass ich gleich über dich herziehen könnte, wenn es doch nicht so richtig gut laufen würde. Könnte ich dann mal los. Dann mal los, dann gründen wir hier unsere Stadt. Im Zweifel bin ich also schuld. So ist es, wie immer. Diese Stadt ist, was sie ist. Kolonie errichtet. Das ist unsere erste Kolonie, unsere erste Stadt, die auf den schönen Namen Kim Il-sung hört. Auweia. Der seht denn etwa, in welchem ideologischen, das ist ja der Führer der Nordkoreaner, in welchem ideologischen Sumpf wir hier warten. Wir sind ganz, ganz rücksichtslose Leute, denen das Wohl und Wehe des einzelnen Bürgers ziemlich egal ist. Und wir setzen einfach nur darauf, auf schnelles Wachstum, große Industrie und die Masse macht's. Und ob der Einzelbürger dabei glücklich ist, heißt, es ist schlichtweg völlig egal für uns. Hier bist du dir sicher, dass das der aktuelle Anführer der Nordkoreaner ist? Ist das der letzte? Also der aktuelle ist Kim Jong-un und der davor war Kim Jong-il. Also das sind beides. Ich kenne diesen Kim Il-sung nicht. Ich weiß nicht, nach wem diese Stadt hier benannt ist, aber der aktuelle oder mit Nordkorea, weiß ich nicht, ob der da, aber aktuell jedenfalls nichts. Vielleicht ist das einer von diesen Onkels, die er gelegentlich umbringt, oder eine seiner Tanten, die er hinrichten lässt. Oder er ist Ägypter. Oder er ist Ägypter. Ein Insider-Gag, den es leider nicht alle Zuschauer verstehen. Aber ich wette mal, Texas ist ja im Chat auf Twitch TV und er hat, wie ich schon mal aus eigenem Erleben mitbekommen habe, bei einem gemeinsamen langen Spaziergang durch meine Heimatstadt eine unerschöpfliche Quelle von Lexika-Wissen. Und er wird uns sicher gleich Auskunft darüber geben, wer Kim Il-sung tatsächlich war oder ist. Ich stelle mal den einen Bürger hier, den wir haben, den können wir überall einstellen. Bauern, Minenarbeiter, Arbeiter, Wissenschaftler, wo wir wollen. Ich stelle den mal bei Minenarbeiter ein. Jetzt seht ihr hier auf dem Startfeld, dass wir hier zwei herstellen können, zwei Mineralien. Ich hoffe, das ist groß genug. Falls das Interface nicht groß genug für euch ist, kann ich das übrigens gleich auch noch etwas vergrößern im Verhältnis zur Spielwelt. Ihr müsstet nur Bescheid sagen. Links oben seht ihr die vier unterschiedlichen Ressourcen, die im nationalen Ressourcenpool sind. Nahrung, Mineralien, das hier sind die Forschungspunkte und die Credits. Relativ selbsterklärend. Und dann gibt es in jeder Stadt noch lokale Ressourcen. Das sind erstmal dieselben wieder. Also Nahrung, Mineralien, Forschung und Credits werden hier erzeugt. Es gibt aber auch noch spezielle Werte, die es nur in der einzelnen Stadt gibt. Umweltverschmutzung, Moral, ein ganz zentraler Wert, Wohnraum und Wachstum. Und einen Regler für Steuersatz benutze ich persönlich selten. Über den können wir regeln, ob wir mehr oder weniger Geld hier einnehmen wollen und ob die Moral der Bevölkerung darunter leidet oder nicht. Das ist so ganz, ganz grob der Einstieg. Auf der rechten Seite seht ihr die Sachen, die wir einstellen können zum Bau. Einheiten sind das beispielsweise. Prinzipiell auch Gebäude, haben aber noch keines erforscht. Und wenn wir hier beispielsweise auf Kolonialsoldat klicken, dann können wir diese einfachste Infanterieeinheit demnächst herstellen. Noch allerdings kaum, denn das Hauptquartier bringt uns plus 2 Produktion. Das wird jetzt mit einberechnet, aber wir haben noch keinen Bürger im Beruf des Arbeiters eingestellt. Das ist eine kurze Einführung ins Wirtschaftssystem von Pandora. So schnell geht das und so schnell wird man heiser, merke ich. Piro, du redest weiter. Wenn du das sagst, ich würde sagen, dann schnappen wir uns unseren
die Soldaten hast du ja schon gezogen, ne? Den Former hast du auch gezogen. Dann lass uns doch mal schauen, was wir forschungstechnisch reißen können. Wenn du auf Forschung auswählen klickst, sehen wir den Technologiebaum. Das Besondere in Pandora First Contact ist, dass dieser Technologiebaum bei jedem Spielstart neu generiert wird. Das heißt, die Technologien, die wir jetzt gerade hier sehen, sind diejenigen Technologien, die uns jetzt zurzeit zur Verfügung stehen, ganz vorne in der ersten Spalte. Und das wäre beim nächsten Spielstart, wenn wir also das Spiel jetzt einfach nochmal neu laden würden, weil wir mit der Solardynastie doch nicht zufrieden wären, würde der Technologiebaum plötzlich völlig anders aussehen. Das ist also eine Besonderheit, dieser Technologiebaum ändert sich und damit muss man halt, es gibt nicht die feste Taktik, nicht die feste Strategie, wie man sein Spiel beginnt, sondern man muss dieses Spiel immer ein wenig abstimmen und anpassen auf den Technologiebaum, welche Möglichkeiten wir jetzt aktuell forschungstechnisch haben. Seetransportlogistik, das wäre mein Vorschlag. Das ist eine sehr wichtige Technologie, die du sicherlich deswegen auswählen möchtest, um möglichst schnell mit unseren bestehenden Soldaten bzw. den bestehenden Soldaten auch schnell zu Wasser gehen zu können. Wir haben hier gerade schon gesehen, vor der Küste von unserer Hauptstadt befindet sich eine Ruine im Wasser und um die auskundschaften zu können, müssen wir eine Einheit zu Wasser bringen und das ist mit dieser Technologie möglich. Deshalb habe ich das ja eingestellt, Seetransportlogistik dauert relativ lange, 8 Runden, das geht wirklich nicht fix, kommt auch deshalb, weil wir noch keinen Wissenschaftler beschäftigt haben, aber wir werden in 5 Runden einen weiteren Bürger hier haben und dann kommen wir vielleicht schon etwas schneller voran. Es gab Wünsche im Chat, das Interface etwas größer zu machen, ja, werde ich gerne machen, aber erst im zweiten Teil des Live-Abends, irgendwann macht man eine Unterbrechung, dann werde ich das machen, vorher nicht, weil ich ein bisschen mir Sorgen mache, dass es technische Probleme geben könnte, wenn ich zwischendurch die Auflösung wechsle, da gehe ich lieber auf Nummer sicher. Okay, eine Runde weiter. Und hier rechts seht ihr, Pyro, das erste Monster. Darf ich Monster sagen zur einheimischen Tierwelt? Naja, eigentlich ist es ja ein bisschen gemein. Sind nicht eher wir die Monster? Wir haben es hier zu tun mit einem der einheimischen Bewohner dieses Planeten, des Planeten Pandora. Ein Verschlinger, ein Xenomorph, wie diese fremden Lebewesen sozusagen auf diesem fremden Stern heißen. Wirft hier das erste Mal einen Blick auf die auf die Kolonisten, die hier aus unsere Dynastie noch gleich? Die Solardynastie. Aus der Solardynastie hier ihre Heimat besuchen und besiedeln und besudeln, wer weiß. Und auf jeden Fall da so und anders. Es gibt noch weitere Spezies, mit denen wir es hier zu tun haben werden, sehen die feindlichen, sozusagen die Einheimischen aus. Unser Glück ist, dass diese Einheimischen zurzeit jetzt noch nicht aggressiv sind. Wir können uns also jetzt hier erstmal beruhigt die Gegend anschauen, müssen uns erstmal noch keine Angst davor haben, dass uns diese Einheit angreifen wird. Und da sehen wir auch gleich schon direkt den nächsten Xenomorphen. Oben im Norden sehen wir einen Galet, ein monströses Wesen, das ebenfalls einfach zur einheimischen Fauna dieses Planeten gehört. Wir sehen hier übrigens darüber den Wert 8,0, das ist die Kampfstärke. Und das ist für den Beginn des Spiels wirklich sehr, sehr stark. Wenn es jetzt zu einem Kampf käme, hätten wir keine Chance. Ich stelle mal mittlerweile den Bürger, gibt ihm einen anderen Job, nicht mehr Minenarbeiter, sondern Arbeiter. Wir haben jetzt 14 Mineralien im globalen Pool. Kolonialsoldat wird dann in 3 Runden fertig sein. Den brauchen wir, um weiter die Gegend erkunden zu können. Und hier oben ein Noxiumfeld. Das wäre ein schöner Standort gewesen für eine Stadt. Aber Pyro wollte ja nicht. Hier hätten wir jetzt bekommen 5 Mineralien und einen geringfügigen Moralmalus. Das wäre traumhaft gewesen. Aber, naja, ich will nicht weiter in dieser Schachtel mein Messer wetzen. Aber dein erfahrenes Pandora-Auge sieht ja bereits, dass oben rechts, nordöstlich über diesem Noxiumfeld, ein Alienbau sich versteckt. Oh, tatsächlich, das hatte ich übersehen. Und das bedeutet, dass wir, das ist eine Sonderregel, die ihr natürlich noch nicht wirklich kennen könnt, zumindest nicht diejenigen, die mit Pandora noch nicht vertraut sind, alle Felder um einen Alienbau herum können, solange dieser Alienbau aktiv ist, nicht Teil eines Startradius werden. Und ein Alienbau ist wie eine Art, ist ein Spezialfeld, auf dem die Einheimischen Runde für Runde neue feindliche Einheiten generieren können. Und hier haben wir jetzt unsere erste Ruine erkundet und bekommen einen Bonus. Mal schauen, welcher es ist. Diese Ruinen sind von dieser alten Alienrasse.
von der ich eben schon erzählt hatte, die es mittlerweile nicht mehr gibt auf Pandora, die irgendwie untergegangen ist. Niemand weiß so recht, wie und warum. Und wir bekommen dort Erfahrung, militärische Erfahrung, die einer, die die Ruine erkundet hat, bekommt plus 2 zusätzliche Einheiten, Ränge. Und wenn ihr hier mal schaut in das Infofenster zu diesem Kolonialsoldaten ganz links, da steht der Rang. Und jeder Rang bringt einen kleinen Kampfbonus, Piro. Ja, von wie viel? Ich bin mir 10. nicht sicher, ich glaube von 0,2. Von 10%. Genau, das sind bei einem Kolonialsoldaten, der beginnt mit 2 Stärke am Anfang, dann 0,2 oder bei diesem Soldatentyp dann 0,2 Lebenspunkte pro Rang, nicht wahr? Mhm, ganz genau. Tja, ziehe ich jetzt, ist die Frage, gehen wir mit dem Former weiter vor oder fangen wir jetzt nicht da an, hier die Gegend, das hier zu modernisieren, das Gelände? Was ich bin sowieso nicht damit einverstanden, dass du den Former zum Erkunden verwendest, um ehrlich zu sein. Also der Former ist ja die Einheit, die, liebe Zuschauer, wie in Civilization die Form eines Bautrupps sozusagen oder die Funktion eines Bautrupps übernimmt. Das heißt, eine Einheit, mit der man eben die Geländefelder der Region, die zu einer Stadt gehören, dann modernisieren kann. Natürlich ist es relativ risikolos, weil jetzt zurzeit die Aliens uns noch nichts antun werden, aber man kann das natürlich auch einfach nutzen, um eben schon jetzt gleich den Produktionsausstoß zum Beispiel zu erhöhen, indem wir, oder zumindest den Mineralienausstoß zu erhöhen, wenn wir Minen bauen auf unseren Feldern. Und wenn du mal schaust, wir haben jetzt schon ein Problem mit den Mineralien. Jetzt haben wir mittlerweile 2 Bürger hier und jetzt bin ich auch, schaut mal oben auf die Seetransportlogistik, 3 Runden würde die dauern. Jetzt stelle ich einen als Wissenschaftler ein, jetzt auch noch den zweiten, jetzt werden wir in der nächsten Runde bereits die Möglichkeit haben, mit Erforschung der Seetransportlogistik unsere Einheiten zu wassern. Ich stelle mal einen weiteren Kolonialsoldaten ein und Nahrung ist okay, Mineralien ist okay. Im Augenblick alles kein Problem. Hier haben Piro und ich anscheinend verschiedene Spielstrategien. Ich benutze, falls ich die Solardynastie spiele, immer die Forma erst einmal zum Erkunden. Aber ist sicher Geschmackssache. Entweder man macht es halt richtig oder falsch. Du machst es falsch. Hört ihr es? Mein donnerndes Schweigen. So, jetzt haben wir diese Technologie erforscht, die Seetransportlogistik. Und warum wollte ich da unbedingt hin? Zunächst einmal, wenn wir hier diese zweite Landruine noch holen, bekommen dadurch 19 Mineralien. Klar ist natürlich, ähnlich wie bei Civilization beispielsweise, kennen vielleicht viele von euch, kommt es jetzt viel, sehr, sehr darauf an, in möglichst schnellem Tempo, im Wettlauf mit der künstlichen Intelligenz, die Konkurrenzfraktionen anführt, die Karte aufzudecken und die Belohnungen einzusacken, Piro. Und das ist auf See schneller möglich. Das ist auf See relativ schnell möglich, zumal die KI, wenn ich das so richtig beobachtet habe, mit dem Aufdecken auf See nicht immer so ganz flott dabei ist. Das ist also ein kleiner Vorteil, den wir hier gegen die KI, die du als schwer eingestellt hast, dann haben werden, hier vielleicht ein paar mehr Bonusruinen sozusagen abzugreifen, als das der KI möglicherweise gelingen wird. Und während Piro Parker geredet hat und sich deshalb nicht zur Wehr setzen konnte, weil er Probleme mit dem Multitasking hat, sprich gleichzeitig damit zu reden und mich zur Rede zu stellen, habe ich einfach den Former wieder zum Erkunden benutzt und auf hohe See geschickt, um diese Ruine hier abzugreifen. Und wir sind ja ein gutes Team, ne? Ich glaube, wir harmonieren doch besser, wenn wir uns gegenseitig bekriegen. Bekriegen nicht, aber wir harmonieren zweifelsohne besser, wenn ich dich necken und du es duldest. Das gefällt mir persönlich sehr gut. Dieser Kolonialsoldat, der war ein bisschen verwundet, weil ich den in die Pilze geschickt hatte. Klingt ein bisschen so wie eine ganz schlechte Geschichte aus den 68er Jahren und der LSD-Trip-Zeit. Aber der ist tatsächlich hat sich in den Pilzen nicht so richtig wohl gefühlt und die sind ihm zu Kopfe gestiegen, ist leicht verwundet, muss jetzt eine Runde aussetzen, muss ausheilen und in der nächsten Runde werden wir den dann erst richtig losschicken. Forschung müssen wir jetzt neu einstellen. Was gäbe es hier an Möglichkeiten? Mein Vorschlag wäre vielleicht die Kolonieschiff-Demontage, Piro Parker. Ja, gute Möglichkeit. Die Kolonieschiff-Demontage bringt uns einen leichten Schub an Mineralien oder Nahrung. Das ist dann ganz schön, um dann ein paar Runden vielleicht diese Ressourcen nicht einsammeln zu müssen, um die Bewohner dann direkt an die Arbeit zu schicken. Das gibt uns dann temporär einen Produktionsboost in unserer Hauptstadt zurzeit. Die Frage ist, wie gehen wir dahin? Gehen wir über die
die Schadensverhinderung. Dann könnten wir nämlich zukünftig Einheiten bauen, die plus 25% Stärke bei der Verteidigung haben. Finde ich in dieser Spielphase nicht unbedingt notwendig. Alternative, das finde ich eigentlich besser, Raffination. Dann können wir nämlich demnächst ein Gebäude errichten, das uns plus 2 Mineralien bringt, plus 25% Mineralien zusätzlich. Würden wir kurzfristig nicht bauen. Erstmal geht es nur um Truppen. Aber was meinst du? Wie würdest du es machen? Ich bin einverstanden, also das halte ich auch aktuell für die sinnvollere Variante. Okay. So, jetzt sind wir wieder mit dem Former und jetzt, damit ich nicht wirklich ganz, ganz schwer Ärger bekomme mit Piro Parker, werde ich den jetzt doch mal hier aufs Land schicken, damit er seinem Job nachgeht, hier die Geländemodernisierung zu machen. Und ihr seht, dass eine Einheit auf hoher See sogar 3 Bewegungspunkte hat. So, und mit dem Wasserfahrzeug hier, in das sich der Kolonialsoldat verwandelt hat, suche ich jetzt die Gegend, das Meer ab, auf der Suche nach den Ruinen, die es auch auf hoher See gibt. Hab hier noch keine gefunden. Und wenn ich mal so eine Vermutung äußern darf zu unserer Landform, würde ich bereits jetzt schon einfach mal mutig raten, dass wir es hier mit einer Archipelkarte zu tun haben. Denn offensichtlich haben wir hier viele kleinere Inseln. Das macht es natürlich besonders spannend, unterschiedlich viele kleine unterschiedliche Landmassen. Da wird es dann vermutlich so sein, dass wenn wir dann auf die gegnerischen Fraktionen stoßen, vielleicht so der ein oder andere isoliert sein wird, ihren eigenen Kontinenten haben wird. Und das finde ich persönlich ganz spannend, weil sie sich dann in der Regel ganz toll entwickeln können und nicht schon gleich in den ersten Runden sich irgendeinen fatalen Krieg sozusagen miteinander liefern. Jetzt habe ich doch glatt vergessen, die beiden Wissenschaftler hier wieder abzuziehen. Wir müssen ja eigentlich Kolonialsoldaten produzieren. Da hätten wir dran denken sollen, weil die brauchen wir ja. Habe ich erzählt, habt ihr aber trotzdem hier als Wissenschaftler arbeiten lassen. Das ist ärgerlich. Zu viel geschwätzt, zu wenig nachgedacht. Ich überlasse dir ab jetzt das Schwätzen in den nächsten Minuten, werde persönlich nur noch ziehen. Piro, leg los bitte. Naja, das Gute daran ist ja, ich meine im Grunde wirklich viel falsch machen, klar, man kann es immer irgendwie anders und immer irgendwie vielleicht besser oder toll machen, aber letztlich dadurch, dass du jetzt die Bewohner als Forscher eingesetzt hattest, haben die Zuschauer schon gesehen, sehr, sehr schnell die erste Technologie bereits erforscht, mit der eben genau diese Raffinationsanlage nun möglich, also baubar ist, und während du hier die ein und die andere Mine aufdeckst, sind wir jetzt bereits auf dem guten Weg zur Kolonieschiff-Demontage, die jetzt allerdings wieder 10 Runden dauern wird, nachdem du die Forscher abgezogen hattest. Vorhin wurden sie uns, glaube ich, mit 3 Runden etwa angezeigt. So, und da zieht er einen weiteren Kolonialsoldaten auf die See. Weitere Ruinen werden eingesammelt. Und wir sehen hier auch zu Wasser, habt ihr gerade gesehen, jetzt sind sie weg. Auch zu Wasser befinden sich Aliens, wenn man so will, irgendwelche fischartigen Lebewesen, die ebenfalls uns später, wenn denn irgendwann die Alien-Aggression ansteigt, was hoffentlich noch ein wenig dauern wird, uns das Leben zu See schwer machen wird. Und wie ihr vielleicht gesehen habt, ist es so, dass der Kolonialsoldat, welcher eigentlich eine Kampfstärke von 2 hat, zu Wasser plötzlich nur noch einen Lebenspunkt hat, denn jede Einheit, jede Lebenseinheit oder die Lebenspunkte jeder Einheit werden auf Wasser oder zu Wasser halbiert. Das macht uns im Kampf gegen andere einheimische Lebewesen zu Wasser dann besonders, ja, wie soll ich sagen, gefährdet, besonders anfällig. Möchtest du auch mal wieder was sagen, mein Lieber? Ich finde das sehr angenehm. So kommen wir zügig voran und von mir aus kann es in den nächsten 3 Stunden so weitergehen. Ob die Zuschauer das auch so toll finden? Kommt drauf an. Also wenn die jetzt sagen, ja, nein, bitte, bitte, WB sollte reden, fände ich das persönlich schade. Wenn sie sagen würden, nein, wir können auf WB auch verzichten, fände ich das auch schade und würde aus lauter Frust den Stream abbrechen. Ja, und ich führe dann einfach deinen YouTube-Kanal fort, weil ja, ich mache das dann schon für dich. So machen wir das dann. Noch ein Kolonialsoldaten. Wie viel haben wir denn mittlerweile? Wir müssten mittlerweile verdammt großes Militär haben. Na, jetzt verdiene ich hier die verschiedenen Shortcuts und treffe nicht den richtigen. Ach, so groß ist das gar nicht. 4 Militäreinheiten und einen Former, da können wir ruhig doppelt so viele Kolonialsoldaten noch produzieren, denke ich mal. Und während du weiterhin mit den Kolonialsoldaten die umgebenden Eilander, durch so Eilande heißt das, ne? Die umgebenden Eilande untersuchst und weitere Ruinen aufdeckst, haben wir mittlerweile unsere Kolonialschiff-Demontage auf nur noch 7 Runden
reduziert. Das heißt, in Kürze werden wir unser Schiff auseinanderbauen und dann gibt es auch keinen Weg nach Hause mehr. Das ist bitter. Würdest du das gerne machen? Jetzt nach Hause fliegen? Wieder nach Hause fliegen. Oh, bisher fühle ich mich hier ganz wohl, muss ich sagen. Läuft doch alles. Ich bin auch ganz zufrieden. Vor allem habe ich das Gefühl, dass wir diesen Planeten Pandora ganz für uns haben. Ich habe ja irgendwas gehört, hier gäbe es Konkurrenz von anderen Raumfahrergruppen, aber ich glaube, das ist nur so eine Geschichte, die Omis ihren Enkeln am Lagerfeuer erzählen und da ist einfach gar nichts dran. So gute Nacht-Schreckensgeschichten vom bösen schwarzen Mann gibt's, glaube ich, gar nicht. Du bist ja aber schon sicher, dass du gegnerische KI eingestellt hast zu Beginn des Spiels, ja? Ich habe gar nichts eingestellt. Ich habe das einfach... Kann ja sein, dann spielen wir halt nur gegen die Aliens. Das ist ja sicherlich auch eine spannende Geschichte. Das wäre peinlich. Nein, ich habe einfach die Voreinstellung gelassen. Ja. Und da kriegt man normalerweise entsprechend der Kartengröße die entsprechende Zahl an Alien-Fraktionen auch. An weiteren menschlichen Fraktionen. An menschlichen Fraktionen, entschuldige bitte, ja. Und wir decken Ruine um Ruine auf. Wundervoll. Und haben viele Kontakte mit Einheimischen. Also ein bisschen irritiert bin ich ja schon. Weit und breit niemand anders von unserem Heimatplaneten ist ja schon ein bisschen befremdlich, oder? Ja, in der Tat. Aber das wird sich sicherlich noch ändern. Also nicht, dass ich deine Gesellschaft nicht schätzen würde, aber ein bisschen einsam fühle ich mich jetzt schon. Vielleicht hängt das so einfach damit zusammen, dass die halt nicht so viel auf hoher See hin und her laufen und die erkunden. Das könnte natürlich sein. Die Frage ist, mit wie vielen gegnerischen KI-Völkern würden wir es denn zu tun haben? Und wie viele Inseln gibt es noch, die wir noch nicht ausgekundschaftet haben? Gute Frage. Wir sehen Da ist die erste Fraktion. Ja, schau mal, sehr schön. Alles klar. Und die Farbe verrät uns auch schon, um wen es sich dabei handelt. Wollen wir das schon verraten, oder? Das ist doch die Fraktion, die du am liebsten spielst, glaube ich. Das ist die Noxium-Gesellschaft, so ist es. Die Noxium-Gesellschaft, eine Zivilisation, du hattest es vorhin in der Präsentation der kurzen Präsentation der Völker schon mal kurz angerissen. Eine Fraktion, die es aufs Geld abgesehen hat, die historisch sich übrigens tatsächlich aus Unternehmen herausgebildet hat. Eine Fraktion, die nur auf Pandora oder nach Pandora gekommen ist, um deren hohen Steuersätzen auf der Erde zu entfliehen und hier ein eigenes Reich mit eigenen Steuersätzen aufzubauen, wo nur das Geld zählt. Ich finde das sehr sympathisch. Tja. Geld regiert die Welt. Gier regiert die Welt, da hast du recht, zweifelsohne. So, und jetzt wollen wir doch mal Kontakt aufnehmen mit dieser Noxium-Gesellschaft, die du gerade so verherrlicht hast. Da ist der Direktor Eric Preston, der uns sehr höflich anspricht. Ministerpräsident Xi nennt er uns, so ist halt dieses Oberhaupt hier, das wir spielen. Und er sagt, Pandora hätte ein großes Potenzial für wirtschaftliche Ausbeutung, solange sie, also sprich der Ministerpräsident Xi, sich nicht in die Märkte einmischen, werden wir keinerlei Probleme haben. Und jetzt gucke ich mal parallel nach. Wie geht das nochmal? Diplomatiefenster ist, glaube ich, die 2. Hier, F2. Schaut euch das mal an. Das ist natürlich ganz praktisch und das ist überhaupt, Piro, eine Eigenart des Spiels, die ich persönlich extrem gut gelungen finde im Design. Man kann nämlich alle möglichen Interface-Ebenen aufrufen, parallel problemlos aufrufen, nebeneinander stapeln, man kann die umsortieren. Das ist wirklich ganz, ganz toll gemacht, finde ich. Man kann während der laufenden Diplomatiegespräche hier beispielsweise mit dem Direktor Eric Preston in diesem anderen Fenster noch nachgucken, ob sich das lohnt, bestimmte Vertragstypen auszuhandeln. Finde ich wirklich gut gelöst. Das ist wirklich sehr hübsch gemacht. Wir sehen jetzt hier in der Diplomatieübersicht, wenn wir die Punkte hinter Militär, Wirtschaft, Forschung, Diplomatie jeweils mal miteinander vergleichen, dann sehen wir, können wir das ungefähr so miteinander vergleichen. Wir sehen, dass wir mit der Noxium-Gesellschaft so ziemlich gleich auf sind, die sind militärisch ziemlich genauso aufgestellt, wie wir es sind, sind uns allerdings in der Forschung ein klein wenig voraus. Nun ja gut, das liegt natürlich auch sicherlich daran, dass du vorhin die Wissenschaftler wieder abgezogen hast. Das sage ich jetzt so völlig ohne vorwurfsvollen Ton. Und sicherlich werden wir dieser Forschung, den Noxium-Gesellschaft,
Menschen noch wieder ein wenig auf die Schliche kommen mit ihrer Forschung. Interessant ist, es gibt noch eine weitere Fraktion, die wir kennengelernt haben. Wir müssen da anscheinend gerade in dieser Runde oder bei diesem Rundenwechsel müssen wir noch einer anderen Einheit dieses Imperiums über den Weg gelaufen sein. Das ist die militaristische Fraktion. Und jetzt sind wir aber erstmal im Kontakt mit der Noxium-Gesellschaft. Etwa gleich auf sind wir mit der Wirtschaft. Und deshalb biete ich denen mal ein Handelskommen ab an. Vielleicht erklärst du mal kurz, warum das so wichtig ist, wie stark die Fraktionen im Verhältnis zueinander sind, wenn man sich die Frage stellt, ob man einen Vertrag miteinander abschließt. Das Handelsabkommen bietet, ich weiß gar nicht genau, wie das prozentual ist, aber letztlich beiden Seiten einen gewissen Bonus, abhängig von dem Haushalt, von dem finanziellen Haushalt der jeweiligen Zivilisation da oder Fraktion, da eben die Noxium-Gesellschaft einen Bonus auf Geld bekommt, schlicht und ergreifend. Die schwimmen zu Beginn des Spiels auch bereits in Geld, macht ein Handelsabkommen mit dieser Fraktion für uns absolut Sinn, weil wir halt von deren Eigenschaft, viel Geld zu besitzen und viel Geld zu erwirtschaften, dadurch dann profitieren können. Ich habe mit denen jetzt ein Forschungsabkommen abgeschlossen, das heißt, wir bekommen ein wenig einen kleinen Forschungsbonus und die auch. Das ist anfangs noch sehr, sehr wenig, kaum nennenswert, wird aber im Laufe der Zeit noch ansteigen und sich dann lohnen, und es lohnt sich vor allem auch indirekt, weil dadurch natürlich auch das Verhältnis, das diplomatische Verhältnis zueinander freundlicher gestimmt ist, und die greifen einen dann erst natürlich erstmal nicht an, beziehungsweise die werden erst dann sauer auf einen, wenn man sie selber angegriffen hat. Apropos, sollen wir denen einen Nicht-Angriffspakt anbieten? Finde ich eigentlich deshalb ganz gut, Piro, weil es uns die Möglichkeit bietet, die Karte weiter zu erkunden, ohne uns Gedanken machen zu müssen, ob uns da irgendjemand angreift. Ja, das Schöne ist am Nicht-Angriffspakt, wenn dieser aufgelöst wird, kann man sich 5 Runden lang, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nicht gegenseitig den Krieg erklären. Das bedeutet, dass wir natürlich dann halt in der Tat erstmal unsere Ruhe haben, und wenn er den Nicht-Angriffspakt auflöst, dann wissen wir, okay, innerhalb der nächsten 5 Runden könnte es vielleicht brisant werden. Viele Möglichkeiten gibt es. Denunziation, wir können den Konkurrenten loben, wir können Tribut verlangen, Geschenke anbieten, eine Allianz anbieten und das Kartenteilen anbieten. Sollen wir das mal machen? Ich glaube, davon hätten wir nicht viel, oder? Ich meine, schließlich sind wir mit dem Kartenaufdecken ziemlich weit schon vorangekommen. Da wir aber zu See noch keinen einzigen gelben Soldaten gesehen haben, glaube ich nicht, dass die besonders viel aufgedeckt haben. Dann lassen wir das sein. Stelle ich mal, dass die da mehr von hätten als wir. Im Übrigen ist es so, dass der Chat uns erneut bittet, bevor wir hier auf Admiral James Hyde eingehen, uns erneut bittet, das Interface irgendwie ein wenig größer zu gestalten. Du hattest ja vorhin schon angekündigt, dass wir das im Rahmen einer Pause vielleicht machen könnten, und Stichwort Pause. Mache ich in wenigen Minuten ganz, ganz kurz hier noch den Admiral James Hyde, weil das Fenster jetzt geöffnet ist, das wurde automatisch aufgerufen. Das ist die Militaristenfraktion, auch dem biete ich einen Nicht-Angriffspakt an, wird auch angenommen, und auch dem biete ich jetzt erstmal ein Handelsabkommen an, verlangt dafür Bezahlung, das sehe ich nicht ein, Geld zu verdienen, indem man Geld ausgibt. Da bin ich zu knickrig für, biete ihm aber ein Forschungsabkommen an. Das will er auch nicht haben. Unfassbar, jetzt habe ich die Nase voll und schließe diese Fenster. Und für uns heißt das jetzt, dass wir jetzt 2 Fraktionen kennengelernt haben und dass wir in wenigen Minuten diesen Stream fortsetzen. Ganz, ganz kurze Pause. Damit habe ich auch die erste Folge generiert, das erste Video, das ihr in Kürze wahrscheinlich schon morgen, spätestens übermorgen auf YouTube sehen könnt. Und in wirklich wenigen Minuten, in 2 bis 3 Minuten geht es dann hier im Livestream auf Twitch TV weiter. Bis dann. Bis gleich.